Ein Märchen, geschrieben und vertont von Jutta Schröder. Pitters Waisenkind. Vor einiger Zeit trug sich etwas Eigenartiges zu. Die Geschichte soll wahr sein, so sagt man, und die will ich euch erzählen. In einem kalten Wintermonat, der Wind pfiff um das Holzhäuschen, da erblickte ein Knäblein das Licht der Welt. Weil es so pfiffig dreinschaute, beschlossen die Eltern, dass es Pitt heißen soll. Pitt wuchs heran und entwickelte sich zu einem lieben und netten Burschen. Es fehlte ihm an nichts, obwohl die Eltern arm waren. Pitt hatte eine Begabung. Er konnte so klar und hoch singen, was in seinem Alter wahrscheinlich nicht jeder konnte. Wenn sein Vater bei der Arbeit war, sang er seiner Mutter die schönsten Lieder vor. Die Mutter war sehr stolz auf ihn und sagte zu ihrem Sohn: Eines Tages kannst du dir mit deiner Stimme viel Geld verdienen, aber bis dahin vergeht noch viel Zeit, mein kleiner Pitt. Als Pitt 9 Jahre alt war, starb seine Mutter an einer schlimmen Krankheit. Sein Vater verunglückte einige Monate später in dem Bergwerk, in dem er arbeitete. Nun war Pitt allein und musste für sich selber sorgen. Das war nicht einfach. Als erstes versuchte er, das Kochen zu lernen. Es gelang nicht sofort, die Speisen brannten an und waren ungenießbar. Mit dem Waschen nahm er es nicht genau. Seine schmutzige Wäsche störte ihn nicht. Um Geld zu bekommen, verkaufte Pitt die Habseligkeiten seiner Eltern. Er bekam nicht viel dafür, doch für einige Wochen Essen reichte es immer. Das waren schlechte Zeiten für den kleinen Pitt. Meistens ging er mit knurrendem Magen ins Bett. Es verging der Frühling und der Sommer, und als der Herbst seine kalten Tage brachte, lebte Pitt vom Betteln. Als Pitt wieder am Straßenrand stand, sah er eine schöne Frau an sich vorbeigehen, die in die Kirche ging. Er sah ihr nach, solange er konnte. Schließlich ging er ihr nach, setzte sich in eine Bank und schaute unentwegt auf die Frau. Es war ihm, als hörte er seine Mutter, die zu ihm sprach: Mein kleiner Pitt, warum singst du mir nicht ein Lied vor? Pitt überlegte nicht lange und sang Mutters Lieblingslied. Erst als er fertig war, bemerkte er, dass ihm einige Leute zuhörten. Sie klatschten und gaben ihm Geld. Pitt bedankte sich, doch seine Augen suchten die schöne Frau. Sie war verschwunden. Pitt kam nun jeden Tag und sang vor der Kirche. So verdiente er sich das tägliche Brot. Wenn er Zeit hatte, ging er in die Kirche, um nach der schönen Frau Ausschau zu halten und um zu beten. Es wurde Winter. Pitt sang wieder vor der Kirche. Und weil Weihnachten vor der Tür stand, sang er die schönsten Weihnachtslieder. Die Leute warfen ihm Geld in die Mütze. Einige Münzen fielen daneben. Er wollte sie gerade einsammeln, als ihm plötzlich einige Jungen von hinten ergriffen und ihn festhielten. Sie nahmen ihm das sauer verdiente Geld weg. Die Jungen lachten über ihn und warfen ihn zu Boden. Dort ließen sie ihn liegen und liefen davon. Von Weitem hörte Pitt sie noch lachen. Er weinte bitterlich. Er stand auf und ging mit hängendem Kopf in die Kirche. Als er eintrat, sah er nichts als ein schlichtes, altes Holzkreuz, das beleuchtet war. Pitt ging auf dieses Holzkreuz zu. Zum ersten Mal in seinem jungen Leben fing er unter Tränen laut zu beten an. Lieber Gott, ich bitte dich, hör mich an. Ich bin so allein. Niemand ist da, der mich lieb hat. Meine Mama und meinen Papa hast du schon zu dir geholt. Mich hast du vergessen. Bitte hol mich doch auch. Aber wenn du meinst, ich soll hier bleiben, dann schick mir doch eine liebe Mama und einen lieben Papa.
Alleine möchte ich nicht mehr sein. Es ist doch bald Weihnachten. Bitte, vergiss deinen kleinen Pit nicht. Amen. Er war so vertieft, dass er die schöne Frau in der Ecke nicht bemerkte. Diese hatte Tränen in den Augen, so gerührt war sie vom Gebet des kleinen Pit. Weinend ging sie hinaus. Pit machte sich auf den Heimweg. Er hatte einen langen Weg bis zur Holzhütte. Da sein Brennholz zu Ende war, sammelte er auf den Nachhauseweg welches. Er kam dabei immer tiefer und tiefer in den Wald. Es war kalt, seine Hände waren schon ganz steif, doch er sammelte weiter. Da bemerkte er ein seltsames Licht, das immer heller und wärmer wurde. Er versteckte sich hinter einer Tanne. Was sah er da? Einen großen, mit Speisen reich gedeckten Tisch. Rundherum saßen Feen und Männlein und in der Mitte saß eine wunderschöne Königin. Ihr Kleid schimmerte so schön. Er meinte, es sei durchsichtig. Aber das war es nicht. Es bestand aus vielen kleinen Lichtern, die immerzu aufflunkerten. Pitz schaute und schaute. Auf einmal klopfte jemand ganz sacht auf seinen Rücken. Eine sanfte, liebliche Stimme sagte zu ihm: Wir warten schon auf dich. Willst du dich nicht zu uns setzen? Pitt wollte seinen Augen und Ohren nicht trauen. Wer bist du? Fragte er ganz schüchtern. Ich bin die Elfenkönigin. Die Elfenkönigin, hauchte Pitt. Er setzte sich zu ihnen. Die Elfen und Zwerge freuten sich und feierten bis lange in die Nacht hinein. Die Elfenkönigin erzählte nach einer geraumen Zeit eine wundersame Geschichte. Aufmerksam hörte er der Elfenkönigin zu. Pitt saß neben ihr. Er musste sie immer wieder anschauen. Das Gesicht der Elfenkönigin war ihm nicht fremd. Doch er wusste nicht, an wen sie ihn erinnerte. So sehr er sich auch bemühte, ihr zuzuhören und wach zu bleiben, seine Augen wurden immer schwerer und es gelang ihm nicht. Er schlief bei der halben Geschichte ein. Da gab die Elfenkönigin den Befehl, den Jungen wohlbehütet in seine Hütte zu bringen. Das taten die kleinen Zwerge. Sie brachten ihn in das Holzhaus, verschwanden aber so schnell sie konnten, denn sie hörten Schritte und sahen eine junge, hübsche Frau, gefolgt von ihrem Mann, in das Haus gehen. Die beiden standen am Bett des schlafenden Pitt und sahen in sein verträumtes Gesicht. Ganz leise ging der Mann hinaus und brachte ein Tannenbäumchen herein. Die Frau schmückte es. Sie packten schöne Knabenkleidung aus und hängten sie fein säuberlich über den Stuhl. Nun holte die Frau noch einen Brief aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch. Sie sahen sich noch einmal um und gingen leise hinaus. Früh am Morgen wachte Pitt auf. Was nun seine Augen sahen, konnte er nicht für wahr halten. Er rieb seine Augen einmal, zweimal, ganz fest. Was er da sah, war Wirklichkeit. Der Brief auf den Tisch half ihm, das Rätsel zu lösen. Er las darin, dass er die neuen Kleider anziehen und zum Bürgermeister gehen soll. Pitt tat, was er las. Er lief so schnell er konnte zum Bürgermeister, außer Atem angekommen, legte er den Brief der Vorzimmerdame auf den Tisch. Diese führte ihn sofort in den Raum des Bürgermeisters. Dort erwartete ihn ein Ehepaar. Pitt kam aus dem Staunen nicht heraus. Die Frau war keine andere als seine wunderschöne Frau, die er in der Kirche gesehen hatte und auf die er so sehnsüchtig gewartet hatte. Der Bürgermeister fragte Pitt, ob er die Frau und den Mann als seine Eltern haben möchte. Sie würden ihn adoptieren. Der Bürgermeister hatte das letzte Wort noch nicht ausgesprochen, da fiel er der neuen Mami auch schon um den Hals.
Alles Amtliche wurde schnell erledigt, ein paar Fragen hier, ein paar Fragen dort und einige Unterschriften. Es hatte alles seine Richtigkeit. Pitt hatte neue Eltern. Das war ein großer Augenblick für ihn. Als erstes bat Pitt seine neuen Eltern, mit ihm in die Kirche zu gehen. Das taten sie auch. Pitt bedankte sich beim lieben Gott und sang für ihn sein schönstes Lied. Sein Erlebnis mit der Elfenkönigin, das hat Pitt niemanden erzählt. Denn er weiß bis heute nicht, ob es ein Traum oder Wirklichkeit war. Wer weiß?